Hallo, liebe Zuschauer. Ja, es soll in den Norden von Thailand gehen. Von hier aus ist das Ziel Rayong, wo ich also schon mal gewesen bin, jetzt vor einigen Wochen. Kann ich hier oben mal verlinken, zu meinem Freund, um das mal jetzt kennenzulernen. Eine längere Strecke, und das sind schließlich 1000 Kilometer, mit Pitti, mit Jem und mir. Da hochzufahren mit vielen Stops dazwischen, um auch was zu sehen, beziehungsweise Jem braucht ja auch seine Ruhe. Wir fangen mal an mit 250 Kilometer jeden Tag und dann sehen wir mal weiter, wie es mit ihm geht. So, jetzt möchte ich euch mal die Strecke zeigen. Ja, hier seht ihr einmal die Strecke Flug. Da sind 1 Stunde 15, 55 Minuten bin ich das letzte Mal geflogen, oder eine 1000, knapp 1000 Kilometer und 13 Stunden mit dem Auto nach da oben. Viele reißen das so runter, wie mein Nachbar hier, der ist jetzt nach Pattaya und der sagte, ich fahre heute und dann ziehe ich das bis nach da oben hindurch. Ja, aber wir wollen ja ein bisschen sehen und wir wollen auch etwas für euch filmen. Der Gedanke ist ja jetzt hier bei der Reiseplanung, ich gebe ja ein Ziel vor, was so 250 Kilometer entfernt ist. Und vielleicht wohnt ihr da oder ihr kennt da ein schönes Resort, wo wir mit Hund übernachten können oder wo sind Sehenswürdigkeiten. Ich werde es also so machen, ich werde den Film jetzt ins Netz stellen. Und dann würde ich so gut eine Woche, anderthalb Wochen warten, was da so noch reinkommt an Informationen von eurer Seite. Und dann gucken wir uns das denn an und dann werden wir danach unsere Reise auch final planen. Ja, wenn wir oben angekommen sind, ich schätze, das sind so vier, fünf Touren, Stops sind das schon bis nach Rayong. Und wenn wir in Rayong sind, dann werden wir jetzt uns erstmal erholen. Wir müssen ja auch eine Unterkunft dementsprechend dann finden mit Jem. Ja, das ist unsere erste Unterkunft, die wir mal geplant haben. Die ist so rund 250 Kilometer von uns entfernt. Ist ein kleines Reihenhäuschen, kostet auch nicht viel. Aber wie gesagt, das Problem ist immer, mit dem Hund eine Unterkunft zu finden. So, hier sehen wir den kleinen Ort, wo der rote Punkt ist. Da habe ich gedacht, das hat auch gute Kriterien, was ich so gelesen habe. Und wenn ihr da in einem Umkreis irgendwo seid, kommen wir gerne zum Kaffee vorbei. Und wenn es da uns sehr gut gefällt, dann können wir auch noch eine Nacht länger da bleiben. Wir sind also zeitlich jetzt unabhängig. Das ist ja gerade das Schöne, dass eben halt die Piti keinen Job hat. Ja, und wenn wir oben in Rayong sind, dann denken wir vielleicht darüber nach, die 600 Kilometer noch nach oben zu fahren, um die Eltern von Piti zu besuchen. Die hat ja also jetzt schon über ein Jahr nicht mehr gesehen. Mal gucken, wie viel Power wir noch innerlich haben. Auf jeden Fall wollten wir das machen am Ende des Jahres. Dann fahren wir ja wieder nach da oben in der Regenzeit hier von Koh Samui. Und da werde ich schon für 2 Monate dort einen kleinen Bungalow mieten. Und dann kann man sehr wohl mal nach oben fahren in den Isan rein. Und auch rechts und links, Kambodscha hatte ich ja schon mal angesprochen, um da einige Dinge zu sehen. Und ihr seid denn dabei. Und ich würde das also so machen. Jetzt aktuell ist es eben halt, dass wir nach Rayong mehrere Etappen. Ihr könnt was vorschlagen, wo was Schönes da ist oder wo ihr wohnt. Und wir kommen zum Kaffee vorbei. So, das ist jetzt mal der erste Trailer, sage ich mal, für die erste Reihe. Meldet euch bitte, wenn ihr da gute Vorschläge habt. Tschüss!